Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay. Heute sehen wir JB Marius in seiner Grosso Boy in einem Tier 10 Gefecht. Akurio in einem Zweierteam. Und da ist die Povera, der Albtraum eines jeden Spielers. Selbst wenn man sie nicht fahren kann. Ich hasse dieses Schiff. Unnötig as fuck. Nichtsdestotrotz. Jeder geile Stecher, was er auf sich hält, wird dieses Schiff dann fahren, wenn es so genau bleibt. Und momentan ist ja nur eine Veränderung der Streuungsellipse. Also davon ist die Rede. Das heißt so viel wie, hey Leute, wir haben gar nichts gemacht, aber damit ihr zufrieden seid, können wir einfach sagen, wir haben die Streuungsellipse geändert. Hey Leute, vielleicht haben wir auch die Streuungsellipse geändert, aber wir haben euch nicht gesagt, wie sie vorher ist. Und wir sagen auch jetzt nicht, wie sie jetzt ist. Deswegen, tja, es könnte auch sein, wir haben gar nichts gemacht. Nichtsdestotrotz, hier haben wir die große Boy. Wow. Sagen wir mal so, das Schiff macht doch einiges richtig, wenn es schafft, einen so zu triggern. Und ich bin sicher, ich werde nicht der Einzige sein, den es so triggert. Und das sieht aus wie ein... Oh, weiß nicht. Also, T-Virus ist drauf, aber wo ist die Alternative? Premium Verbrauchsgut. Bin ich gespannt. Ich habe mir den Kapitän nicht angesehen. Ich sehe mir auch die Skillung generell des Schiffs nicht an. So wie ich mir das Replay nicht ansehe, wäre ja öde, wenn schon. Und wir haben einen Anti-RDD, also einer, der wirklich was drauf hat, unter Anführungszeichen, der auch relativ gut gefürchtet ist, vielleicht das falsche Wort, aber da, wo auch schon, also wo CVs respektvoll einen Umweg fliegen. Marius hat ja auch die Flak nicht abgeschaltet, aber man sieht, 1000er Schäden, das sind die von den Bubbles, die roten, 1900, 1074, sehr gut. Da fällt einiges runter. Und da kann man jetzt mal sagen, einen Moment, da muss ich jetzt... Wo ist er? Wo ist er? Ja, blöd. Da ist er. Da schaue ich jetzt gerade selbst. Das waren 5 Flugzeuge. Die Alaska hat hinten noch ein... ist die Des Moines gewesen. Die hat da noch ein bisschen mitgearbeitet. Aber ansonsten 12.000 und 5 Flugzeuge im ersten Anflug. Das ist super für den DD. Bin ich gespannt auf die Skillung. Da 3.1 zur Luft werden sonst. Also wenn er ausmacht, dann hätte er ihn erst viel später bekommen. Gesehen... Und das ist natürlich deine Ansage. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Nahbereichsflak ist von der Grosso Boy. Die Udeloy ist ein Monster. Gut, zumindest was. Monster unter Anführungszeichen. Und dann gibt es ja halt keine Bubbles, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kommt dann halt noch dazu auf 1,35 oder 1,5 Kilometer, je nachdem. Es sind unterschiedliche Schiffsklasse und unterschiedliche Typ, weiß ich gar nicht. Solche Dinge soll man gar nicht sagen, wenn man sie nicht weiß. Habe ich mal gelernt. Das ist Politiker-Style. Da. Nun gut, bin gespannt, wie viel Schaden schlussendlich bei rumkommt. Flugzeuge abgeschossen. Man hat es schon gesehen, die ersten 3 hat er ganz alleine runtergeholt. Da war kaum was in Reichweite. Vielleicht die Alaska, aber das war... Nein, da waren sie rechts, 4 Kilometer. Von daher kann man sagen, dieses Schiff kann einiges. Mit Heal haben wir hier jetzt sogar nur, also wenn wir 4000 durchkriegen, nur 2400 mit dem ersten Anflug der Akurio verloren. Das ist so gut wie nichts. Da kommt jetzt der zweite, man sieht es auch gut. Marius positioniert sich jetzt neben der Alaska, hat extra gewartet auf die Alaska, fährt auch nicht rein. Wo sonst der CV oder wo sonst der DD gewesen wäre, hat man gesehen, wo der gegnerische CV abgesucht hat im Bereich E4. Hat sie nicht entdeckt, weil eigentlich wäre es nur recht und billig, dass sie da reinfährt, oder? Hinter die Insel stellt zumindest mal so, oder in diesem Bereich, damit sie den inneren Ring auch blockieren kann, weil er ist ja blockiert und ich glaube, der CV kann es nicht fassen, dass die Hindenburg das macht. Ja, macht sie aber. Gut, die Hindenburg wird nicht lange leben. Was ist denn das da hinten für eine Rauchsäule? Habt ihr das gesehen? Da. Naja, vielleicht auch nur ein Replay-Fehler, oder? Da haben ein paar... Das sind Touristen, die sind auf der Insel. Und da haben dann Lagerfeuer gemacht, als sie gesehen haben, dass Krieg losgeht, haben sie sofort gelöscht und hauen jetzt ab in einem Speedboat. What the fuck, was geht da mit den Leuten im Chat? Kann ich nicht sehen, da die haben die Pistole reingepostet. Wahnsinn. Naja, mal schauen. Wie gesagt, 2 DDs. Das Matchmaking habe ich, glaube ich, nicht ausreichend gezeigt. Des Moines, Ori, Hindenburg, Alaska links und Salem, Hindenburg rechts. Der Rest, anti-air-technisch nicht so prall. Kronstadt, sau, Z-52, Shima, Bismarck, Richelieu, Jean Bart natürlich und dann die Yamato, aber die Yamato ist kein Problem, auch nicht für einen 8er CV, außer sie ist auf Anti-Air geskillt. Und wer skillt seine Yamato auf Anti-Air? Niemand wahrscheinlich. Höchst selten, dass irgendjemand dabei ist. Würde ich auch nicht machen. Mache ich auch nicht. Aber ich skill meine Monty auf Anti-Air als mein Anti-Air-Schiff. Naja,
Aber das war sie schon immer. Die niemals umgeskillt. Ich glaube, die tatsächlich nie umgeskillt. Faulheit. So, jetzt bin ich gespannt. Mit AFD 14,8 Kilometer. Anders ist es nicht zu erklären. Das hat die doch nur 12 irgendwas. Also einen Punkt haben wir schon mal. AFD. AFD ist natürlich praktikabel wegen Effizienz. Nein, nicht Effizienz. Oh, was macht AFD? AFD macht mehr. Macht AFD mehr Bubbles. Ich muss nochmal nachschauen. Oder plus 15, plus 20% von ja, Steigerung. Advanced Firing Training. Ja, ich muss ja. Ich hasse das. Ich hasse das. Also alles macht jetzt was anderes seit dem Rework und ich vergesse es immer wieder. Immer wieder. Also AFD erhöht nicht mehr die Reichweite der Anti-Air. Das macht es nicht mehr. Nur noch die Reichweite der sekundären. Nein, ja. Der sekundären und der Hauptbatteriegeschütze. Weiß nicht, aus einfacher wird dann komplizierter. Oh, die Hindenburg. Die ist doch AFK, oder? Also, sie ist da, aber optisch AFK. Eigentlich könnten die aber gerade sagen, es können auch die Torpedos erledigen, ja. Dann war's das. Die Yamato fährt davon, ist vielleicht ein blöderes Ziel. Ja gut, das ist einfach... Das ist... Was macht die da? Nein, die fährt... Jetzt fährt sie. Was? Und sie schießt! Und sie trifft sogar! Was war das? Naja, man sieht's aber, Marius hat eine gute Kartenübersicht. Er hat sofort die Z52 auf der Karte gesehen, obwohl er nicht dahingeschaut hat. Ich sag's auch immer wieder, A und O, Karte, Karte, Karte. Karte so groß wie möglich. Auf 1044p, wo ich spiele, ist das die größtmögliche Kartenansicht. Auf 1080p wird sie ein bisschen vom Schiff noch verdecken. Steuert ja auch nur mit der Karte, wie man sieht. Vor ihm die Insel. Schaut er gar nicht hin, alles nur Kartensteuer. Also nutzt die Minimap. Mit Karte meine ich rechts die Minimap. Plus, plus, plus macht sie ganz groß. Da 44.000. Die Z52 wird ihn, selbst wenn er zugeht, offen halten mit wieder akustischer Suche. Radar von Ralaska. Jetzt kommen halt Torpedos. Ich hoffe, die Hydra hat sie auch an. Nein, jetzt Hydra. Ach, das ist natürlich intelligenter. So, nicht Radar. Weil das deckt gleichzeitig auch die Torpedos auf, die die Z dann auf die Alaska schicken wird und die Z wird nicht mehr entkommen. Er hilft aber auch nicht im Infight, er hat den Heal schon gezogen, die nächsten 4062 stehen bereit, um geheilt zu werden. Man sieht, ja, das kann man gut kontrollieren hier, ja, wahrscheinlich hat er einen Adrenalinrausch noch mit drauf. Ja, das war die Z52, keine Torpedos in Sicht, der Moin kämpft durch, das Gegnerteam ist genau da, wo man sich vom Gegnerteam erwartet. Nämlich ganz weit außen. Es wird ja so gerne auf der FG-Linie hinter den Inseln gekämpft bei 7-8. Das ist so brutal. Das ist so brutal. Das ist fast schon Wahnsinn. Also keine Ahnung. Halt, fällt den Leuten nicht auf, dass es hier wimmelt von eigenen Mates. Dass man, zumindest wie die Bismarck da, versucht ein bisschen was aufzubauen. Aber wenn der Feind so weit hinten steht. Und übrigens, schaut auf die Karte. Poveda, aka Slava, I-5. Dieses Arschlochschiff ist das genau die Spielweise, wie sie überall gezeigt wird. Für dieses Arschlochschiff. Arsch zum Feind, Maximalreichweite, bam. Also wenn Wargaming sein Spiel oder ihr Spiel kaputt machen möchte, dann muss sie nur mehr solche Schiffe bringen. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Vor allem in der russischen Linie heute. Ja, ich sage nichts dazu. Hätten sie es als italienisches Gadget gebracht, dass die Russen sind im Nahkampf stark, dafür ungenau auf große Distanz und die Italiener sind normal gepanzert im Nahkampf, aber dafür eben auf große Distanzen sehr gute Genauigkeit, dann hätte man vielleicht was gehabt, was Neues. Wäre trotzdem beschissen gewesen, oder? Gut, Italiener, irgendwann kommen die vielleicht, sagen wir 2022 oder so. Oder kommen noch sicher spanische Schiffe, norwegische Schiffe oder kostarikanische, hätte ich jetzt fast gesagt. Was ist, wie sagt man, Costa Rica, Costa... Egal, die Einwohner, Schiffe von Costa Rica. So, zum Teufel. Naja. Er ist jetzt nicht, aber ich deute gerade mit einem Daumen auf mich und ich sage, ein enttäuschter World of Warships-Spieler, wenn die Slava so kommt, wie sie kommt. Ja. So ist es. Kronstadt, die wird er nicht mehr erreichen. Vielleicht schafft er die schon Bart. Kronstadt wird doch hoffentlich
Seht ihr rein? Ah, ich hoffe nicht. Naja. Nein, die fährt durch. Nein, die dreht rein. Ah. Auch die Schombart. Aber die Schombart wird doch nicht reindrehen, oder? Ja, genau. Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Also, wisst ihr, was ich meine? Man, um erfolgreich schießen zu können oder Torpedos werfen zu können im World of Warships, muss man. Muss man antizipieren können, wohin der Gegner fährt. Man geht natürlich immer von sich selbst aus, oder? Und vermutet, und Janis auch tut weh, und vermutet für den Gegner ein bestimmtes Maß an Intelligenz. Das soll jetzt nicht abwertend dem Gegner gegenüber klingen. Deshalb wirft man dann seine Torpedos so, dass man mit einem gewissen Maß an Intelligenz, was man dem Feind zuspricht, vermutet, dass der Feind in einer Minute dann dort sein wird, wo man auch die Torpedos hinschickt, weil der DD, aka JB Marius, in der Mitte schon offen war, weil er die ganze Zeit geschossen hat. Sich schon so gedreht hat, man auf die Karte schaut, den DD sieht und zu 100% weiß, wenn er Torpedos ready hat, dann hat er sie in diese Richtung geworfen. Dann weiß man zu 100%, dass er Torpedos ready hat, weil kein anderes Schiff irgendwo in Reichweite war und alles davongefahren ist. Ergo halte ich mich von dieser, von meiner letzten Position, 9,2 Kilometer entfernten Passage ohne Inseln fern, weil da kommen zu 100% Torpedos. Deswegen hätte ich da wahrscheinlich, gut, ich hätte wahrscheinlich da trotzdem Torpedos reingeworfen, weil was hätte ich sonst mit ihnen machen sollen, aber hätte nicht geglaubt, dass ich was treffe. Tja, wenn einem die Menschheit Lügen straft, weil das in einem Maß, das nicht mehr schön ist, dann ist natürlich bitter. Dann ist bitter. Deswegen, ich treffe hin und wieder mit den Torpedos nichts, wenn ich sage, hey, ich war offen vorher, das Schlachtschiff wird doch nicht geradeaus fahren die ganze Zeit, obwohl ich offen war. Neben ihm ist ein Smoke, das Schiff wird doch sicher abdrehen. Ich werfe jetzt die Torpedos so, dass das Schiff ab oder rein dreht. Und das Schiff dreht nicht ab. Und das Schiff dreht nicht bei. Das fährt geradeaus weiter. Und natürlich treffen da meine Torpedos nicht. Aber es ist dann natürlich meine Schuld, weil ich dem Feind, dem Gegner, ein Mindestmaß an Intelligenz vorausgeschickt habe. Dieses Guthaben, das darf man anscheinend nicht mehr haben. Aber das wird jetzt bitter, die Des Moines auf 11,6 Kilometer. Wenn die blöd fährt, na gut, die ist weit weg. Unterschätze nie die plötzliche Geschwindigkeit eines Schiffes, wenn es freundliche Torpedos sieht. Diesen Umstand habe ich leider bitter erfahren müssen. Und damit meine ich nicht Sharky. Nein, aber teilweise ist es schon schlimm. Wobei, es muss auch nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun haben. Kann einfach sein, dass die Leute nicht auf die Karte schauen und das nicht bemerken. Aber wie soll man einen fetten Smoke vor sich nicht bemerken? Da muss man schon blind sein auf beiden Augen und dann sollte man vielleicht das Spiel nicht spielen, weil zum Zielen braucht man auch Augen. Naja. Gut ist, Marius kann hier relativ unbemerkt alles abfarmen, merkt man auch am potenziellen Schaden, 650.000. Da ist ein bisschen was an Sekundärartillerie mit reingehupst und sonst geht das. Im Fokus stehen ist natürlich was anderes. Aber man muss ja nicht jedes Gefecht im Fokus stehen. Der Flugzeugträger interessiert sich tatsächlich auch nicht für Marius. Und da muss man sagen, das ist keine Seltenheit. Tatsächlich gibt es Momente, in denen der Flugzeugträger oder Spiele, in denen der Flugzeugträger, obwohl nur noch ein verbleibender DD da ist, andere Probleme hat. Andere Probleme wie anstürmende Schiffe auf seine Position, Unterstützung des eigenen Teams, damit es nicht durch eigene Dummheit verliert, weil sie zum Beispiel ein Schiff an den Kartenrand jagen, zu vier. Dann muss man als CV voller Gnade, und da wird die Probeda gejagt die ganze Zeit, die natürlich weiterhin so fährt, dass sie so wenig Schaden wie möglich nimmt, fackelt das Mistding ab. Aber muss man als CV voller Gnade an den Kartenrand fahren und das eine Schiff rausnehmen, damit das eigene Team dann doch wieder das Einsehen hat und vielleicht sich Richtung Caps bewegt, auch wenn das nicht absolut sicher ist. Natürlich wird man dafür gehasst, weil man ihnen den Schaden genommen hat, aber vielleicht hat man so den Sieg gerettet, dass sie nicht weitere 5 Minuten dem Idioten hinterher gedackelt sind. Also der eine macht es ja gut, der bindet 3-4 Schiffe, aber die einen 4. Ja, ich kann verstehen, dass man die Flanke nicht offen lassen kann. Kann ich verstehen. Aber es gibt Unterschiede
ob es eine Flanke ist oder ob man killgeil ist. Aber egal. Ja, wollte ich noch einmal anmerken, ne? Das ist situationsabhängig. Da, das Spiel, weiß nicht, es sollte eigentlich gewonnen sein. Die Doppel-Amagi sollten keine Probleme haben mit der Schaumbar, die zwar angewinkelt ist. Sie sollten nur nicht nach vorne fahren, weil da auch schon eine Yamato wartet. Die sieht man auf der Karte, F8. Wenn sie hinter der Insel bleiben würden, was sie natürlich nicht tun, können sie nur von der Schaumbar beschossen werden und von der Sau. Jetzt sind es schon drei Schiffe und da kann Anwinkeln teilweise problematisch werden. Die Sau sneakt sich jetzt hier ran an Marius. Die wird dann, sobald sie auf 12 ist, mit Sicherheit auf ihn schießen. Aber man sieht es ja auch gut, die 130er machen guten Schaden. Also wenn noch von der Superstructure was übrig ist und dann die Brände noch 123.000 Schaden. Also man kann sich da eher weniger beklagen. Und da ist es passiert. Da wurde die Amagi von der Schaumbar erledigt. Jetzt zeigt die Amagi mega Breitseite der Yamato. Das ist verstörend. 44.000 hat sie, vielleicht sehen wir es dann nochmal. Und sie schießt natürlich frontal. Da kommt die Salve. Ich will sie sehen. Boom! Von 44.000 auf 15.000 durch ein Manöver, das sich hätte vermeiden lassen. Mario sieht die Sau, wie sie sich langsam nähert und sich in Position bringt. Und haut ab. Wie gesagt, das ist schlau. Und jetzt kreuzt die Amagi Breitseite. Ja, ganz im Ernst, um den ist auch nicht schade. Ich hoffe für Marius, dass sie nicht hier verreckt. Ja, damit sie die Torpedos noch blockt, damit sie noch einen guten Dienst macht dem Feind. Weil Breitseite fahren allein hat natürlich nicht gereicht. Da, eine volle Shimakaze. Bei der Shimakaze ist natürlich wieder so eine Sache. Ja, 17.900 ist der SP-Skill. Ich möchte eh nie aufgehen. Und die Shimakaze, das muss man sagen, hat es eigentlich relativ gut gemacht. Ich weiß nicht, wie der Schaden bei ihr aussieht, aber sie war wenig offen, trotz Flugzeugträger, und hat noch Full Life. Das spricht für sie. Das bedeutet, sie hat den Ninja-Fahrstil, also den unbeobachteten, den Nicht-Aufgefahrstil, nicht schlecht drauf. Brauche ich deswegen also einen SP-Skill? Ja, für Fehler. Brauche ich Adrenalinrausch? Ja, für Fehler. Brauche ich Last Send? Ja, vielleicht für Fehler. Kommt drauf an, wenn ich 18 Minuten ohne Fehler fahre, brauche ich die theoretisch nicht. Wenn dieses Gefecht die Regel ist, dann braucht er diese Skills nicht. Ist es nicht die Regel, dann wird er sie brauchen. Wie gesagt, bei manchen Schiffen, bei manchen DDs, kann man sich ruhig auch selbst was überlegen, je nachdem wie gut man ist. Da Shimakaze wird jetzt aber dran glauben. Die hat echt lange durchgehalten. Aber jetzt, wo die Akurio in Gefahr ist, Marius sollte jetzt auf die Akurio schützen. Hilft nichts, ich weiß, die Yamato hat wenig, sehr wenig TP noch. Das ist ja blöd. Er ist in einer ungünstigen Position, weil er fährt in die Schüsse rein. Er penetriert hier hinten noch das Heck. Das sieht noch voll aus. Ja, und hat noch Glück gehabt. Wer hätte nicht mehr lange gedauert. Mehr als 10.000 ist da auch auf Tier 10 bei den Schlachtschiffen nicht drin. Auf Tier 8 glaube ich so 8.000. Je nach Schiff. Nach Schiff und Klasse natürlich. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Irgendwann ist er gesättigt und dann ist Ende. Dann gibt es nur noch geschissenen Schaden. Bis die Hauptsektion des Schiffes, also es gibt noch einen Pool, der auf den zugegriffen wird, wenn ein Teil gesättigt ist. Oh, das ist bitter jetzt. Das war's mit der Akurio. Und da macht er keinen Schaden mehr. Gut, dass das noch nicht gemacht ist. So, das war ein brutaler Treffer hier von den Schlachtflugzeugen. Ja, aber das kann er nicht mehr gewinnen. Es ist ungewinnbar. Die Sau ist zu voll. Da müsst ihr jetzt reindüsen in Torpedos ohne Ende. Ishima hat auch noch zu viel. Heal in 0. Ja, das war's. Komm, eine Salve von Ishima. Wenn sie den trifft, ne? Wow. Echt jetzt. Wow. Oh Gott. Okay. Es ist eine Zeitfrage. Marius muss jetzt nur überleben. Wenn Marius überlebt, dann gewinnen sie. 35 Sekunden. Und das war ein optischer Treffer. Habt ihr ihn gesehen? Hinten am Arsch. Den haben wir 559 zu 460 Punkten.
Das ist nicht mehr möglich, durch Punkte zu gewinnen. Aber die Hakuryo. Die Hakuryo kommt. Die Hakuryo muss einen Umweg fliegen. Wegen den Fightern. Und habt ihr gesehen? Marius hat sich gesmuckt, weil er die Hakuryo schon gesehen hat. Die Hakuryo wirft natürlich trotzdem rein. Nein, tut sie nicht. Warum nicht? Du musst immer probieren, Hakuryo. Na, sehr gut gemacht. Und hier sieht man halt den Unterschied zwischen der Ruhe eines DD-Spielers, der weiß, was er tut und auf die Karte achtet. Das ist, ich sag's immer, das Allerwichtigste im Spiel. Oder jemanden, der einfach hektisch rumfährt und die Karte nicht beachtet. Wie gesagt, die Flugzeuge hat man schon lange sehen können. Easy abgebremst. Easy gesmoked. Nicht gesmoked und dann abgebremst. Weil dann sieht der Flugzeugträger, oha, da ist er. Düst direkt zum Rauch hin mit Speed. Dann so abgebremst und gesmoked, dass er mit dem ersten Buff schon zu ist. Aber wie gesagt, es sind alles kleine Dinge, aber an den kleinen Dingen erkennt man den guten oder erkennt man den Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem sehr guten Spieler. Da, hier ist der Kapitän, seht ihr schon im Hintergrund. Ja, HFD, das war klar. Sprengmeister und hier höhere Trefferpunkte. Adrenalinrausch und Last Stand, bei dem DD natürlich. Alles, was im Cap kämpft und aktiv ums Cap kämpft, sind diese beiden Dinger wichtig. Wie gesagt, eine Stealth-Schema. Ja, später aufgegangen. Viel Schaden genommen. Haben sich die drei Skills nicht bezahlt gemacht. Hätte er besser geschossen, hätte er auch den Trefferpunkt der Skill nicht gebraucht. Wobei, ja, das ist immer so eine Sache. Also ich rede jetzt von der Schema natürlich. Concealment, und das sind die 19 Punkte hier. Oh, ist das hell. Reload. Oh, du, Reload ist da drin. Und Anti-Air für mehr. Plus 2 Buffs müsste das sein. Also die, ja, die Wolken auf gut Deutsch. 171.000 und den Sieg erspielt. Obwohl das eigene Team den fast weggeworfen hat. Ich bin gespannt, wo die Amagis sitzen. Sie haben lange überlebt, aber dann, das waren einfach Fehler. Das sollte eigentlich kein gutes Ergebnis sein für die. Ja, das ist 08i15 auf Platz 6 mit 1144. Ja, 970 PPA 987. Das sind Pots. Das sind auch Namen von Pots und so haben sie auch gespielt. Breitseite zeigen. Da, man sieht es auch ganz gut. Obeda, zweiter Platz. Wer interessiert, wie viel die an potenziellen Schaden getankt hat? Oh yes. Hasse das Teil. Das soll nie kommen. Auch die Anpassung ist scheiße. Da muss einfach weniger Schaden bei rumkommen, weniger genauer. Ein Schiff, das noch auf Reichweite gespielt wird. Sagen wir mal so. Immer wenn ich eine Obeda sehe und ich am Flugzeugträger sitze, hole ich mir die. Scheißegal, wie weit ich fliegen muss. Ist ganz egal. Platz 1 mit 2000 PSXP. Natürlich Gratulation. Hakuryo auf Platz 3. Detailed, ein ausführlicher Bericht, Report. Man sieht, Torpedo 36.000. Ach, Gott sei Dank. Also, ich sage immer, Schaden mit Kanonen machen, das kann jeder. Mit Torpedos muss das gegnerische Team mithelfen. Weil, alter Schwede, Torpedos kann man sehen, Torpedos kann man ausweichen, Torpedos kann man antizipieren. Fährt man hin und wieder trotzdem noch rein, aber nur in einen. Wenn der Spread gerade scheiße ist, man weiß, dass da ein DD ist und man hat einfach Pech mit einem RNG des Spreads, dass genau da der Torpedo ist, wohin man ausgewichen ist und links und rechts riesige Lücken davon. Aber man wusste man zumindest, dass da ein Torpedo kommt und da ist man da nicht hingefahren. Das ist schon ein Unterschied. 411.000. Ja, also ein sehr gutes Gefecht, ein gutes, gut gespielt, als krasser Kontrast zum letzten Replay vom Mittwoch. Ja, da, wo es der DD schlecht gespielt worden ist. Und ja, man erkennt halt die Unterschiede. Danke fürs Einsenden und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Gefecht. Ciao.